Hi Leute, soll ich jetzt wirklich traurig sein oder doch lieber mein Glück zeigen? Ich bin doch schon eher glücklich gerade. Obwohl der Skandal um Xavier Naidoo mich wirklich ziemlich empört, enttäuscht und auch traurig macht. Natürlich. Aber die Reaktion von RTL war 1A und darum bin ich wieder sehr glücklich geworden. Die Sache ist die, für die, wo es noch nicht mitbekommen haben, der Musiker Xavier Naidoo hat eine kleine Sequenz aus seinem Musikvideo aufgenommen, wo er gegen Flüchtlinge hetzt, puren Rassismus betreibt und Verschwörungstheorien teilt. Als Beispiel hat er Flüchtlinge als Wölfe bezeichnet. Hier ein kleiner Ausschnitt. Eure Töchter, eure Kinder sollen leiden, sollen sich mit Wölfen in der Sporthalle umkleiden. Dazu kommt es, dass er wieder diese typische rechte Parole raushaut. Ja, Flüchtlinge sind daran schuld, dass die Kriminalität in Deutschland steigt. Was doppelt falsch ist. Denn die Kriminalität steigt nicht unbedingt in Deutschland, sondern im Gegenteil. Dazu hat es die Kriminalität, die herrscht, auch eigentlich kaum was mit Flüchtlingen zu tun. Das bestätigen Statistiken von den öffentlichen polizeilichen Ämtern, zum Beispiel dem BKA. Ich bin so froh, dass RTL sich direkt von diesem Xavier Naidoo distanziert hat. Was er abgezogen hat, hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun, es ist purer Rassismus und Hetze gegen Flüchtlinge. Sowas geht einfach gar nicht. Xavier Naidoo saß auch in der Jury von Deutschland sucht den Superstar. Er wurde nun rausgeschmissen von RTL. Und da muss ich einfach nur sagen, ein fettes richtig so. Denn eine Person, die von rechten Verschwörungstheoretikern wie Oliver Janich gefeiert werden, haben irgendetwas auf jeden Fall falsch gemacht.